Mich hat heute eine Nachricht entsetzt und ja, ich muss auch sagen, verstört. Denn Schweden hat den Moderna-Impfstoff für junge Erwachsene unter 30 jetzt erstmal ausgesetzt. Also wenn man unter 30 ist, bekommt man jetzt erstmal nicht mehr Moderna verabreicht. Dänemark hat gleichgezogen, da ist es aber bei den unter 18-Jährigen. Also die unter 18-Jährigen in Dänemark kriegen nicht mehr Moderna verabreicht und in Schweden die unter 30-Jährigen. Ich habe natürlich, dann muss ich gestehen, direkt in der Sekunde an Freundinnen von mir gedacht, die den Moderna-Impfstoff verabreicht bekommen haben in Deutschland. Zum Glück hatten die auch nichts, denn das muss man jetzt hier sagen, das ist ein sehr, sehr geringer Teil, hatte Nebenwirkungen, weswegen der jetzt erstmal ausgesetzt wird. Aber es gibt halt ein sehr geringes Risiko von Herz-Muskel-Erkrankungen. Und da ist jetzt Schweden und Dänemark einfach mal vorweggegangen und haben ihn bis Dezember erstmal ausgesetzt. Und was wünsche ich mir von Deutschland? Oft ist Deutschland einen anderen Weg gegangen als Schweden und Dänemark. Oft fand ich das schlecht. Jetzt finde ich es auch schlecht und ich finde, Deutschland sollte folgen. Deutschland muss auch Moderna prüfen lassen. Ich möchte hier aber noch mal ganz klar erwähnen, bevor ich die Runde eröffne, es wurde wirklich, damit hier keine Panikmache entsteht, in Dänemark und Schweden auch nur ein sehr, sehr geringer Teil hatte diese Herz-Muskel-Erkrankungen. Das Risiko ist nach wie vor bei Moderna sehr gering, laut den neuesten Meldungen aus Schweden und Dänemark. Trotzdem finde ich, Deutschland sollte sich anschließen. Deutschland muss Moderna überprüfen lassen. Also wenn wir was in Deutschland können, Nena, dann glaube ich, ist es prüfen. Ja, wie oft habe ich den Satz in letzter Zeit gehört? Das müssen wir prüfen. Ich glaube, dass unentwegt in Deutschland alles geprüft wird, 10-mal, 20-mal. Und wenn wir überhaupt ein Problem in der Corona-Krise hatten, dann war es, dass wir zu viel geprüft haben, zu vorsichtig waren, zu langsam waren, zu viel Angst hatten, zu viel Panik gemacht haben. Jetzt kommst du um die Ecke und sagst, da ist schon wieder, zieht schon wieder die nächste Angst auf vor dem Impfstoff. Ich würde mich hier live sofort mit Moderna impfen lassen, heute Abend nochmal. Ich finde, wir haben eine zu vorsichtige Diskussion auch um eine Drittimpfung. Das müsste hier eigentlich auf den Tisch. Warum impfen wir nicht längst flächendeckend Moderna als Drittimpfung? Und wie gesagt, in Deutschland haben wir viel zu viel Angst verbreitet, waren viel zu vorsichtig in dieser Corona-Krise. Und ich habe volles Vertrauen, dass unsere Behörden, wenn die überhaupt eines können, dann können die prüfen. Aber in Schweden wird ja jetzt BioNTech anstelle davon verabreicht werden. Und auch Dänemark hat das gerade gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe das anders. Ich hatte beide ersten, also die erste und zweite Impfung hatte ich mit BioNTech. Deswegen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man als Drittimpfung dann überhaupt Moderna wählen könnte, wenn man schon BioNTech hat. Ich glaube, man bleibt dann wahrscheinlich bei dem gleichen Impfstoff. Aber ich sehe das nicht so. Ich meine, Schweden ist ja nicht das Land, was alles überprüft. Hat. In Schweden waren die Hallen offen, die Kinder konnten Fußball spielen, während in Deutschland die Kinder vom Fußballplatz nur träumen konnten. Also Schweden ist für mich nicht das Land, das Panikland, was alles direkt überprüft. Nein, überhaupt nicht. Und aber genau deswegen muss es doch für Deutschland jetzt ein Signal sein, okay, vielleicht schließen wir uns mal an. Wie siehst du das denn, Jan? Aber die ständige Impfkommission ist ja, oder auch die EMA auf europäischer Ebene, war auch mein Eindruck, den teile ich mit Kai Weiser auf jeden Fall, dass eigentlich dort sehr seriös geprüft wurde, dass es eigentlich auch gar keine Ratschläge aus anderen Ländern bedurfte, sondern dass da die deutschen Fachleute eigentlich extrem gut geprüft haben, sehr gewissenhaft eigentlich die Themen angegangen sind. Wenn die anderen schon geimpft haben, haben wir immer noch geprüft. Ja, das muss man auch mal sehen. Also von daher glaube ich aber, das Thema Panik, und du hast selbst gesagt, du willst keine Panik jetzt verbreiten, aber wir haben ja heute beim Thema Panik auch schon wieder Neues gehört. Also Lothar Wieler, der RKI-Chef, der ja in gewisser Weise schon wieder neue Panik auch verbreitet hat, dem er plötzlich gesagt hat, ja, zwischen Corona und Grippe gäbe es doch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, also hat die Grippe quasi auf eine Stufe mit Corona gehoben, was eigentlich bisher ja eher immer nur Querdenker, sogenannte Querdenker gemacht haben. Ich glaube, da wird eher wieder neue Panik geschürt und das ist schlecht. Aber Jan, sagen wir jetzt mal nur noch einen Fall. Im Moment wird ja auf jeden, der sich nicht impfen lassen will, das wird ja gesellschaftlich, ist ja die gesellschaftliche Ächtung ja wirklich schon bei 100%. Was ich mich aber jetzt frage, Schweden und Dänemark sagen, es gibt im geringen Risiko bei den unter 30-Jährigen, es waren wohl vor allem Männer betroffen, seltene Herzmuskelentzündungen. Das ist für mich dann keine Panikmache, sondern finde ich schon, okay, dann müssen wir jetzt mal überlegen, vor allem auch bei den jüngeren Kindern U18, wo ja eh vieles auch asymptomatisch verläuft. Und da finde ich jetzt schon, dass man überlegen muss, okay, schon auch Risiken gegeneinander, weiß ich nicht, zumindest hätte ich die Debatte gerade schon gerne in Deutschland. Wie siehst du es denn? Ich finde, also es zeigt erstmal, dass es nicht die Wissenschaft gibt, weil die Wissenschaftler in anderen Ländern sind ja nicht weniger seriös. Deswegen ist es eigentlich schon erstaunlich, dass in verschiedenen Ländern verschiedene Ergebnisse
herauskommen. Deswegen ist es für mich eigentlich eher ein Signal, dass man das auf jeden Fall umso mehr untersuchen sollte, je unterschiedlichere Ergebnisse Wissenschaftler auch in Studien dann herausfinden. Natürlich ist es immer noch eine seltene Geschichte, das ist auch gut so, das wurde jetzt auch in vielen Studien schon geprüft. Aber nichtsdestotrotz, wenn bei der Impfung die Wahrscheinlichkeit höher ist als bei anderen gewöhnlichen Impfungen, sollte das schon Grund zur Annahme sein oder Grund zur Sorge sein, dass man das Ganze nochmal überprüfen sollte. Und wie du auch schon gesagt hast, ich finde die Impfquote, finde ich persönlich gar nicht so gering, weil Kinder sind da drunter. Ich glaube, wir haben fast 15% Kinderanteil oder unter 18-Jährige, sage ich mal. Erstens. Und zweitens werden die Genesenen fast nie mit in diese Rechnung einbezogen. Aber ist unser Problem eigentlich jetzt, dass wir zu wenig Impfstoff haben, oder ist unser Problem eigentlich, dass sich zu wenig Menschen in Deutschland noch impfen lassen? Wir haben nicht mehr zu wenig. Auf Moderna haben wir schon verzichtet im Sommer. Genau. Wir haben schon im Sommer darauf verzichtet, genau, deswegen auf weitere Lieferungen. Ist das Problem, glaube ich, eher auch wirklich ein anderes. Also die Dänen und die Schweden, die können ja in dem Fall machen, was sie wollen. Unsere Fachleute, bin mir sicher, dass die das auch immer ständig prüfen. Die impfen ja auch weiter, nur mit anderem Impfstoff. Aber ich glaube, das Problem, was wir in Deutschland haben, ist ja eher, dass offenbar die Impfquote noch nicht so hoch ist, wie man sich das eigentlich gewünscht hat. Dass also eigentlich die Maßnahmen verstärkt werden müssten, zu gucken, wie bekommen wir eigentlich noch mehr Menschen oder zu einem Peaks oder den Peaks in die Arme der Menschen. Und ich glaube, da ist das Thema Moderna jetzt also gar nicht so dramatisch. Also ich bin schon seit 4-5 Monaten geimpft, ja. Und ich habe für mich eigentlich damit abgeschlossen. Und es muss jeder wissen, es gibt immer ein kleines Risiko. 100% Sicherheit gibt es nie, ja. Und wenn man eben, ich glaube, dass die Nebenwirkungen geringer sind wie eine Krankheit, ja, wie ein Ausbruch. Hatten Sie Nebenwirkungen? Tat irgendwas weh? Ich hatte keine Nebenwirkungen und mein ganzer Freundesbekanntenkreis, die Verwandten auch nicht, ja. Und ich weiß noch nicht mal mehr jetzt, mit was ich mich habe impfen lassen. Oh, das ist aber komisch. Normalerweise kommt immer wie so ein Statussymbol, welcher Impfstoff war es? Denn am Anfang, als die Impfung gerade kam, hat jeder gefragt, womit wurdest du denn geimpft? Es hieß Johnson, wäre am praktischsten, da muss ich nur einmal hin, aber dann hatte ich schon ein anderes. Und ich meine, für mich ist immer das Risiko geringer als dann nachher der Nutzen. Und ein drittes Mal impfen lassen würden Sie sich auch wahrscheinlich, oder? Einfach nochmal als zusätzliche Auffrischung. Eigentlich, weil ich ein Abenteurer bin, ja, und weil ich nicht krank sein möchte. Okay, Abenteuer, aber wenn man dann verzichtet man eher auf den. Wenn es in die andere, ich habe Verständnis, wenn die Leute sich nicht impfen lassen wollen und jeden Tag. Auch. Ich habe mich so oft testen lassen, dass ich jetzt froh bin, dass ich mich wenigstens immer jeden Tag testen lassen muss für irgendeinen Job. Also war es auch eine Impfung für die Freiheit? Ja, absolut. Ja, kann ich echt sagen. Und ich habe das Risiko, dass ich Nebenwirkungen habe, einfach runtergeschluckt, ja, wie so oft im Leben. Aber wo ist denn der Impfstoff für die Drittimpfung? Ich habe das gerade schon mal kurz gesagt. Eigentlich müssten doch jetzt massenweise in Altenheimen, da müssten die Busse hinfahren und sofort wieder die Drittimpfung anbieten. In den sozialen Berufen, wo die Impfung eben schon lange her ist, wo im Januar, im Februar, im März geimpft wurde, da müssten jetzt massiv die Teams reingehen und sofort wieder den in Schweden liegen gebliebenen Moderna-Impfstoff verimpfen, ja. Das fehlt an Debatte, meiner Ansicht nach. Es gibt schon Hunderttausende von Dosen, die nicht verimpft werden. Ja, ja klar, aber wo ist die Debatte, um die Drittimpfung? Die führen wir bisher gar nicht. Ja, also, das ist eine Dann Gefahr. Führen wir sie doch jetzt. Also, wir brauchen die Drittimpfung, mit anderen Worten. Ja, wir müssen jetzt impfen gehen, genau. Wir brauchen keine Debatte, wir müssen da hingehen. So ist es, weniger prüfen, einfach machen. Nächstes Mal bei 7:45, vielleicht machen wir eine Live-Impfung demnächst hier. Das habe ich doch schon mit Hans-Ulrich Jörges besprochen. Hans-Ulrich Jörges und ich werden uns bei 7:45 den dritten Peaks geben lassen. Hans-Ulrich Jörges und ich haben schon abgesprochen. Jeder darf joinen. Also Jan, ich habe das Gefühl, du wärst auch dabei hier live. Ja, du würdest es auch machen. Problem. Ich hoffe, dass irgendwann das Ding wieder an Dynamik gewinnt, wie so vieles im Leben, und dass dann der Drops gelutscht ist. Ich